Trey. Wirst du den Ball hier an einen anderen abgeben? Bring den Tag frei. Ich sag's dir, Mann, das ist unsere Saison. Gut, ja gut. Ja gut, die Viertelstunde mache ich noch. Ich mache die Stunde noch voll. Der Herrscher hat mein heiliges Feld verwüstet. Schlechte Idee. Yo, ich werde die Mistviecher löchern. Zack. Ja, das, da habt ihr mal gesehen, das war jetzt so ein bisschen so eine Rückblende halt. Von Cole. Wo er halt noch ja, Trashball-Spieler war. Profis da, alles drum und dran. Das war, glaube ich, 5 Jahre. Und ja, dann kam ja der Mahnangriff und dann konnte er natürlich ja, ein bisschen mit dem Trashball knicken, weil es nicht mehr wirklich was zu spielen gab. Der Stalk ist auf jeden Fall ordentlich kaputt. Holy shit. Bist du okay, Cole? Der Train hat das immer noch drauf, Baby. Das war ein Trick, den ich erstmals gegen die Eagles im Finale benutzt habe. Natürlich sind die Deppen nicht explodiert. Ja, du hast es noch drauf. So, auf zum Plausch mit der Pennerkönigin. Ja, das wollte ich jetzt ungern unterbrechen. Alle KR-Einheiten außerhalb. Schwerer Angriff der Leuchtenden. Schiff wurde geentert. Brauchen Unterstützung. Ich wiederhole. Werden angegriffen und brauchen sofort Unterstützung. Okay. Oh, verdammt, das durchkreuzt unsere Essenspläne. Cole an KR-70, wir müssen zum Schiff zurück. KR-70 hier, negativ, Cole. Aber Riesenärger mit Leuchtenden an Bord der Sovereign. Wartet. Roger. Okay, mal sehen, ob die Chefin uns auf andere Art zum Schiff bringen kann. Okay. Na prima, war ja auch zu schön. Oh, Scheiße. Hey, das ist alles eure Schuld. Die Dinger haben uns in Ruhe gelassen, bis die Core aufgetaucht ist. Unser Schiff ist in Schwierigkeiten. Wir wollen schnellstens zurück. Können wir uns ein Transportmittel leihen? Oh, hier sind die Schlüssel zu meiner Luxusjacht. Hey, Core, ihr müsst alleine klarkommen. Raus hier, solange es noch geht. Na los, macht schon, Tempo! Geht runter und öffnet die hinteren Tore! Wir müssen die Leute evakuieren! Bert, wir müssen die Brücke erreichen. Die Sovereign muss drunter durch. Schon gut, schon gut. Vielleicht können wir die Geschütze übernehmen. Oder uns abseilen, wenn das Schiff unter uns ist. Ma'am, fährt die Seilbahn zur Brücke noch? Ja, aber hier ein Tipp. Vergesst die Brücke. Dort drüben sind Gestrandete, mit denen wollt ihr euch nicht anlegen. Naja, wir probieren es einfach. Wir müssen zurück aufs Schiff. Na dann, viel Spaß beim Sterben. Ist ja nicht mein Arsch. Hey Cole, Sie kennen einen Ausweg. Ich auch. Hier lang. Ja, und hier gibt's gefühlt viel, viel mehr Cutscenes, was halt auch bedeutend geiler ist. Hätten wir doch den Weg hinten rumnehmen sollen. Boah, ja. Kneifen ist jetzt nicht mehr verhört.
Darum, wie safe, es sind halt, ich weiß gar nicht, so viele Cutscenes gab zu Anfang in Gears of War 2 überhaupt nicht. Ich glaube in Teil 1 selbst noch nicht mal. In knapp 2 Stunden Spielzeit. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine beträchtliche Spielzeit vor uns. Ich werde so 8 Stunden brauchen. Das heißt, wir haben noch 6 Stunden vor uns. Aber theoretisch, ich habe jetzt schon wieder 15 Minuten aufgenommen und die sind vergangen halt wie im Flug. Natürlich gehen sie für mich nicht ganz so schnell vorbei, aber auch wenn ich drinnen bin, weil ich sehe ja trotzdem die Zeit und dann ist halt ein bisschen... Aua. Ist halt ein bisschen nervig, wenn du dann halt siehst, pass auf, ist denn die Zeit erstmal gerade 10 Minuten später, aber wenn du halt mal komplett wieder reinfokussiert bist in... Komm schon, wir sind fast auf dem Dach. Unser Glas ist ein bisschen gesprungen, aber gut, egal. Wenn du halt wieder komplett drinnen bist im Fokus und das Game halt siehst, ist einfach atemberaubend. Na komm. Akt 1, Kapitel 6 am seidenen Faden. Oh, Mist. Hat jemand Höhenangst? Jetzt nicht mehr. Ich liebe die Höhe. Von Herzen. Ganz ehrlich. Komm schon, das Kabel geht noch bis zur Brücke. Und das ist unser Halt. Also los geht's. Wow, wow. Ach genau, diese Passage habe ich voll drauf vergessen. Die ist halt auch mega geil. Wow. Ich glaube, ich habe eben meine neue Spannung erfunden. Sich den Arsch wegschießen lassen, während man an einem Kabel hängt? Ja, das wird sich durchsetzen. Ja, die Sprüche sind... Ich finde, die Sprüche sind hier einfach mega geil. Ich bräuchte mal eine Hilfe. Bert, dankeschön. Oh, ist okay. Die 5 Minuten reicht mein Ding jetzt noch. Bist du mir verarschen? Die 5 Minuten reicht mein Ding jetzt noch. Hoffe ich mal. So. Die 5 Minuten kann er doch noch durchhalten. Oh, aua. Zack. Das sind gute 8 Minuten. Wir müssen unbedingt erstmal den Schleimer da wegkriegen. Guck mal hier. Ihr könnt natürlich eine Dinge schmeißen, einen Frack. Ich weiß gar nicht, ob ich es letztens schon erwähnt habe. Auf jeden Fall, auch wenn... Gears of War... Ach, komm schon. Ich habe jetzt keinen Bock, den Dingen zu wechseln. Meine Batterien. Ja, mein Akku ist vom Controller kaputt gegangen. Das heißt, ich spiele mit Batterien. Das war der letzte. Zumindest für den Moment. Also, es kann noch ein paar Mal aufploppen. Ja, ist ein bisschen nervig, aber... Ich sorge mich eher um die Stabilität der Brücke, als um irgendeinen schießwütigen Gestrandeten. Ja... Das sieht gar nicht gut aus. Kommt schon weiter. Wenn wir das Schiff verlieren, verlieren wir alles. Ja, so war. Durchsuchen Sie ja gestrandete Lage. Cole on Sovereign! Cole on Sovereign! Sovereign, bitte melden! Mist, der Funk ist gestört und ich sehe überhaupt gar nichts! Wir müssen zur Mitte dieser Brücke! Ja, aber vorher müssen wir dort rüber. Mein einzigartiges Charisma sollte helfen. Klar. Ich lade lieber was von meinem. Bin ich eigentlich der Einzige, der die Fadenkreuze förmlich spürt? Hey, da hat sich was bewegt. Auf der Barrikade. Achtung! Hallo, jemand zu Hause? Klopf, klopf, wir wollen nur durch. Wir brauchen nur Hilfe, um zu unserem... Scheiße! So viel zum Thema Diplomatie. Tja, was erwartest du von gestrandeter Scheiße? Bringen wir das zu Ende. Hey, das sind keine Gestrandeten. Es sind Locust. Oh, klasse. Seht, wer wieder in der Stadt ist. Wir haben sie wohl aus ihren Tunneln gespült. Ja. Hey, sie haben ein Geschütz in der Mautstelle postiert. Naja. Ja, oben
auf der Barrikade auf. Stimmt ja, hier gibt es ja noch ein paar Lokos. Ja. Wir wurden ja. Charisma funktioniert jedes Mal. What the fuck? Ja, super, ich sehe, dass ich gescheitert bin, du. Spiel. Wann hat mich denn da jetzt gerade getötet? Achso, das kann das ein Sniper, weil er gesagt hat, Sniper. Das wäre durchaus möglich gewesen. Ja, oben auf der Barrikade auf. Aber eigentlich war der Typ doch tot. Hier ist meine Maut, Bestie. Obwohl, nee, da sind ein paar mehr Sniper. Das sollte es eigentlich gerettet, also der Typ sollte eigentlich gerettet werden. Wir holen uns ja erstmal den Typen da oben weg. Okay. Ist halt dieser Hardcore-Sniper. Okay, ich verstehe. Na, endlich ist der Typ weg. Geht doch. Können wir uns nämlich jetzt den Typen da vornehmen. Da kam gerade eine E-Mail. Ach, komm schon, fuck you. Kontrolle, halt doch. In 5 Minuten. 5 Minuten sollst du noch durchhalten. Da rechts ist noch ein Sniper. Stimmt so, Arschloch. So, normalerweise sollte es dann passen, wenn wir den Dingens hier aufgeräumt haben, dann reicht's auch. Dann sollte es eigentlich die Zeit überschritten haben, beziehungsweise die Aufnahmezeit, die ich halt nur machen wollte. Ist der Typ tot endlich? Ja. Nee. Ich werde das mal so tun. Ja, oder auch nicht. Natürlich haut er damit ein. Warte mal, das können wir anders machen. Komm her, Sau. Ja, das geht halt trotzdem noch. Auch wenn es in Deutschland nicht... Naja, ne, auch wenn es in Deutschland als Uncut kam, ist es trotzdem genauso, zum Glück, so... Naja, was heißt zum Glück? Es ist halt genauso blutig wie immer. Und das ist ein Zeichen, dass es sich bei der... bei der... USK... So weit drin, ja. Dass es sich bei der USK doch ein bisschen Wandel gab. In Sachen, ja. Wie sag ich's denn jetzt? In Sachen der Bewilligung etwas brutalerer Szenen oder sowas. Kreative Mistviecher. Sieht aus, als würden sie Geschütze aus alten Lancern bauen. Top Einsatz. Alle ja. Recyceln, selbst die elenden Maden. Ja, die Dinger konnten einen LKW aufhalten, solange der Rückstoß einem nicht die Schulter ausrenkt. Ja, das ist wohl wahr. Entdeckung! Okay, so viel dazu. Da sieht man jetzt mal, wie stark der Retro-Lenzer eigentlich ist. In Sachen Rückstoß. Ich hab dich vermisst, Baby! Scheiße, du bist hässlicher als je zuvor! Ja, es wird hier auch... Es gibt hier auch ein paar neue Locust-Arten. Beziehungsweise... Neue Kämpfer, sagen wir mal so. Komm. Da ist schon Carmine. Das war jetzt einer mit dem Schwert. Wir können das beide natürlich auch mit aufnehmen. Und dann hier schön einmal durchsäbeln. Die haben sich schon ein paar Gedanken gemacht. Ich würde aber trotzdem meinen Retro-Lenzer wieder mit aufnehmen. Ja, na gut, dann lassen wir es halt. Ach so, das ist nur sekundär, okay. Ich habe das Ding halt noch nie aufgenommen, daher wusste ich gar nicht, dass das so hey, jetzt funktioniert. Mir gefällt die neue Einrichtung, die ungezwungene Schmuddeloptik. Hey Bert, wir reden hier von Maden. Schmuddelig ist normal für sie. Nein, als sie unter der Erde waren, waren sie organisiert. Dies sieht aus, als wären sie durchgedreht. Gestrandet oder gar wild. Wild, hm? Sind sie so leichter zu bekämpfen oder nicht? Na gut, das ist die Frage, aber... Wir haben hier einen Speicherpunkt, das heißt, ich werde hier aufhören. Wir sind bei 59 Minuten angelangt. Also knapp eine Stunde, dann kann ich da ein bisschen besser schneiden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir haben jetzt eine Stunde 45 durch und es macht halt Spaß. Es wird trotzdem noch recht viel kommen. Nichtsdestotrotz wird es etwas kurzweiliger Spiel, weil hier wirklich mehr Abwechslung drin ist als in Gears of War 2. Das hat sich ja teilweise mega gezogen. Und ich hoffe, dass die Mikrofonstörungen, die ganzen Fehler jetzt nicht so häufig aufgetaucht sind, hoffe ich einfach mal, das werde ich ja nachher sehen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ich bin raus, ich bin Adelwach 1993, bis zum nächsten Mal und ciao Leute.